Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es ein ganz, ganz besonderes, spezielles Video. Und zwar gibt es heute das Auslosungsvideo für das One vs. One Turnier. Wir sehen hier schon die Namen der acht Spieler, die eben sich angemeldet haben. Ich selbst spiele jetzt auch mit und ich bin einfach schon mega, mega gespannt. Wir sagen, wir gehen einfach auf die Auslosung und ich tue die weg und nehme dann eine von diesen acht. Und dann schauen wir mal, wer gegen wen spielt. Ich bin nämlich wirklich gespannt, wer zu Beginn gegen wen spielen muss. Wir haben nämlich auch ganz starke Leute dabei und ich habe die erste Person. Und das ist, ich hoffe, man sieht es jetzt, DDHD. So, fokussieren, perfekt. DDHD, also die erste Person. Und die darf jetzt ran. Die darf jetzt spielen gegen... Oh, das ist so spannend gerade. Oh, okay. Die darf jetzt gegen Sensei Julius ran. Wir schieben die mal ganz runter. Also, erstes Duell. DDHD gegen Sensei Julius. Wird auf jeden Fall ganz spannend. Auch an die beiden. Setzt euch in Kontakt und macht einen Termin aus. Dazu aber noch mehr dann auf dem Discord-Server. So. Die nächste Person ist dann Taubsee. Sich als erster angemeldet, da ob sie also die nächste Person hier und die darf ran. Oh, wir haben jetzt noch viele starke Spieler im Battle gegen Dampframme. Da ob sie also gegen Dampframme hier unterwegs und jetzt haben wir noch vier Spieler und alle davon, würde ich mal meinen, relativ starke Spieler. Natürlich ich auch noch dabei, das heißt, ich sowieso ein starker Spieler. Und wir haben D-Gaming. So, gegen wen darf D-Gaming ran? Ich bin gespannt. Oh, D-Gaming gegen... Oh Mann. D-Gaming spielt gegen mich. Auch ganz interessant also. Und somit, noch um zu checken, dass die 8 auch wirklich von den 8 Spielern waren, spielt Muggel. Dann noch gegen die letzte Person, der haushohe Favorit, Sensei Yasi, dann also gegen Muggel. Das Bruderduell wird also auch sicher ganz schön interessant werden, wer hier gewinnen wird. Und ja Leute, das sind die Viertelfinalbegegnungen. Die ersten Videos dazu, zu diesem Turnier, werden dann also nächste Woche, wann genau, weiß ich noch nicht, auf jeden Fall nächste Woche online kommen. Ich bin gespannt, schreibt mal in die Kommentare, wer wird gewinnen. Gewinnt DDHD gegen Sensei Julius oder Taubsee gegen Dampframme oder gewinne ich gegen D-Gaming oder umgekehrt oder gewinnt Muggel oder Sensei Yasi, schreibt's rein. Und natürlich kommt dann auch wieder eine Auslosung zum Halbfinale. Also von den vier Verbliebenen kommt dann auch noch eine Auslosung. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Ciao.